Wow! Hä? Bäh! Darf ich bei euch bleiben? Hey, Babe, willst du auf meinem Wal reiten? Entschuldigung. Was zum? Du bist keine Meerjungfrau. Autsch! Was? Ich bin Faye? Meerjungfrauenpolizei, mit... Was? Ich will meinen Anwalt anrufen. Stillhalten, nicht blinzeln. Haha, hab dich. Oh, ich kann nicht im Gefängnis sein. Oh, doch. Meerjungfrauen sind frei. Nerds kommen ins Gefängnis. Ich komme hier nicht mehr raus. Warum bin ich keine Meerjungfrau? Was ist das? Fühlt sich an wie Beine. Heiliger Strohsack. Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm. Igitt. Ich glaube, ich habe die Schleimgrippe. Ups. Was habe ich getan? Hallo, junge Dame. Ich werde dir helfen, eine Meerjungfrau zu werden. Ein Zauberspiegel? Aber was muss ich tun? Schau nach oben. Nach oben? Oh, was für eine seltsame Kiste. Wow, das ist ein Pickelentferner. Probieren wir es aus. Oh! Juhu, Pickel weg. Hey, warum hast du aufgehört? Nein, lass mich nicht im Stich, Kumpel. Oh, blödes Gadget. Ich weiß einen anderen Weg. Was geht, Mr. Krabbe? Ich suche noch einen Hackassistenten. Willst du mir helfen? Sehr schön. Deine Krallen sind so geschickt. Versuch das nicht mit echten Krabben, Kinder. Toll, es funktioniert. Der Letzte. Ich muss los, bin spät dran. Tschüss. Wirklich? Ihr helft mir immer. Kommt schon, Finger. Was machst du da? Hey. Ekelhaft. Fehler, 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 Fehler. Ich habe es geschafft. Das ist meine Chance. Wo ist mein Superfluchttool? Ein Trick und ich bin frei. Oh Mann. Was machst du da? Ich habe meine Pinzette kaputt gemacht. Ich brauche einen neuen Fluchtplan. Zupfen wir in der Zwischenzeit meine Augenbraue. Igitt. Wie schaffen Beauty Girls das? Fertig. Warum ist es so rot? Hey, Gefangene. Dein Mittagessen. Yay, Mittagspause. Direkt vom Meeresgrund. Igitt. Guten Appetit. Danke. Ekelhaft. Das ist keine menschliche Nahrung. Ich sehe besser in meiner Beautybox nach. Wow, Schminkset. Ich habe eine Idee. Dieses Handwerk wollte ich schon immer mal ausprobieren. Los geht's. Trage einfach blauen Schatten auf das Netz auf. So. Erledigt. Oh, warum ist mein Kopf so groß? Wow, toll. Wie wäre es mit etwas Deko? Ich werde so süß aussehen. Lass uns eine Perlendusche nehmen. Hey, mach hier keinen Müll. Oh Mann. Inhaftiert. Sorry. Wow, aber das Meerjungfrauen-Make-up ist nicht fertig. Aha, ich weiß, wie ich den Meeresschmuck verwenden kann. Zuerst tragen wir den Lidschatten auf den Muscheln auf. Dann lege ich sie auf meine Augen. Ja, wunderschön. Hey, Polizist. Was Sehe ist los? Sieht aus wie eine Meerjungfrau? Nun, Gesicht ist okay. Haare noch nicht. Herr Polizist, bitte helfen Sie mir. Ich muss hier raus. Hör auf, hör auf. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Megan, aus. Das ist meine zweite Chance. Tut mir leid, aber ich brauche die Schlüssel. Loser. Stopp. Hasta la vista. was? Wo bin ich? Wo ist der Nerd? Du. Hallo, Herr Polizist.
Nein, bitte nicht schon wieder in die Zelle. Ich werde mich beim Lala Lebensfreudegericht beschweren. Oh. Sag es deiner Toilette. Oh. Oh. Warum sind meine Haare blau? Was zum... Meine Güte, ich sehe aus wie ein Mob. Ah, jetzt bin ich ein Pudel. Okay, Gabel. Nur du kannst mein Haar lebendig machen. Ekelhaft. Ich sollte mir öfter den Kopf waschen. Wow, mein Haar ist unglaublich. Seht euch dieses süße Ding an. Huh? Oh nein, warum sind sie so trocken? Oh, nicht die Lippen. Oh. Psst. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Huh? Was zum? Wie kann ich diese Kokosnuss einsetzen? Hm, nun, ich kenne ein Rezept. Ja, Volltreffer. Gut gemacht, Karatehand. Hey, Kumpel, herzlich willkommen auf der Bastelparty. Wie wär's mit ein paar Drinks? Probiere das Kokosnusswasser. Jetzt bist du dran, Baby. Ja, guter Junge. Mischen wir es. Nun, es ist eine Art Lippenbalsam. Ich hoffe, es funktioniert. Mwah. Wow, meine Lippen sind jetzt so frisch. Ich muss mein Oberteil wechseln. Ah. Langweilig, ich will etwas lesen. Haha, sieh mal, was wir hier haben. Genau meine Größe. Das ist zu weit weg. Aha, Moment mal. Ich bin kein guter Angler, aber... Yeah! Was ist denn hier los? Was ein... ups! Kein Angeln im Gefängnis. Tut mir leid. Schätze, es ist deine... Junge, das war unerwartet. Aber ich habe, was ich brauche. Ich habe einen neuen Modestil entwickelt. Tschüssi, hässliche Kleider. Zeit für eine Höschenrevolution. Schön. Ich brauche mehr Deko. Die clevere Luna kann nicht aufgehalten werden. Heilige Qualle. Mein neues Oberteil ist der Hammer. Toll, jetzt bin ich eine Meerjungfrau. Schau nach unten, Süße. Was? Ich habe keine Flosse. Was soll ich tun? Das ist einfach. Meerjungfrauenflosse? Aber sie ist klein. Gebe sie einfach ins Wasser. Verstanden. Igitt. Wir schaffen das, Kumpel. Ich hoffe, der Toiletten-Whirlpool gefällt dir. Oh, Mann. Wow. Meine Flosse ist jetzt wirklich groß. Yeah. Die Makeover-Qualen sind vorbei. Ich bin eine Meerjungfrau, Herr Polizist. Was? Heiliger Bimbam. Wie hast du das gemacht? Können Sie mich jetzt rauslassen? Du kannst gehen. Ich bin frei. Danke, Spiegel. Tschüss. Pass auf. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe vergessen, dass ich keine Beine habe. Vorsichtig, Fräulein. Das gibt's nicht. Chris hat mich zu einer Party eingeladen. Oh, wie cool es ist, eine Meerjungfrau zu sein. Der Schlüssel zu einem fantastischen Tag ist ein fantastisches Frühstück. Fast fertig. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Was ist eine Waffel ohne Belag? Lass es regnen. Oh ja. Extra Streusel, bitte. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Kompliment an den Chefkoch. Moment mal. Ich kann mich nicht erinnern, das da reingetan zu haben. Wow, Rachel hat ein Konzert. Nur für Meerjungfrauen? Schaut nur, wie schön sie ist. Ich muss einfach bei diesem Live dabei sein. Das bedeutet, ich muss eine Meerjungfrau werden. Ich komme zu dir, Rachel. Hier geht's lang. Willkommen in meinem Zimmer. Oh, hi Timmy. Ich glaube eher nicht. Okay, gehen wir. Ah, tut mir so leid. Aber ich habe einen genialen Plan. Zeit für die Muschel. Rock and Roll, Baby. Mal sehen, ob die Luft rein ist. Wow. Das hat wirklich funktioniert. Es ist, als wäre Rachel Merch hier drin explodiert. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Also gut.
Lass uns... Was ist das für ein furchtbarer Gestank? Hat jemand vergessen, den Müll rauszubringen? Das Essen ist fast fertig, Timmy. Junge, Junge, ist das frisch. Timmy! Der Geruch kommt von hier. Oh, danke. Habt's lieb. Aber mein Fisch... Schuppen sind genau, was ich brauche. Sind die nicht von einem Fisch? Ich wünschte, ich würde genauso aussehen. Also gut, dann los. Gefällt es dir? Nicht wirklich. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Sind sie schlecht? Die sind nicht wirklich toll. Egal, zeig mir deine Flosse. Flosse? Ich habe nur Stinkefüße. Aber Moment mal. Das klingt nach einer brandneuen Flosse. Ein toller Song, Kumpel. Vielen Dank. Oh, tut mir leid. Aber ich habe noch zu tun. Ich bin toll im Basteln. Aber jetzt ist es Zeit für die eigentliche Arbeit. Packen wir es an. Schaut zu, wie ich meine Magie entfalte. Schuppendiwupps, wenn man so will. Schon besser. Als nächstes kommen die Flossen. Die sehen ja toll aus. Wie von einer echten Meerjungfrau. Jetzt muss ich sie anprobieren. Die brauche ich nicht mehr. Wie sehe ich aus? Bin ich schon eine Meerjungfrau? Oh Gott, das ist peinlich. Nichts, was etwas Klebeband nicht beheben könnte. Ich werde eine Menge davon brauchen. Ich kann ja keinen Gürtel tragen. Wie weiß ich, wann es genug ist? Und fertig. Die perfekte Flosse. Ja, jetzt bin ich bereit. Los geht's. Ganz langsam. Was? Das muss ich posten? Das ist ja witzig. Du kannst rein. Vielen, vielen Dank. Der Nächste. Bleib stehen. Soll ich denken, dass das Flossen sind? Nichts da. Raus hier. Aber warum? Ich muss da rein. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Kumpel. Na, wie gefalle ich Ihnen? Das dachte ich mir. Oh, das ist so unfair. Aber wie? Du! Das ist mein Haus. Hey, ich muss mich bedecken. Das ist ja furchtbar gelaufen. So werde ich das Mädchen meiner Träume nie sehen. Das ist einfach nicht fair. Hilf mir. Armer Kerl, wie wäre es mit etwas Hilfe? Was? Ist das für mich? Was ist das? Rachel will mir helfen? Okay. Operation Rachel Sehen ist wieder im Gange. Aber nicht mit dieser schlechten Haut. Schluss mit diesem Fake-Schuppen. Nun, wer ist dieser hübsche Teufel? Blöde Pickel. Weg damit. So befriedigend. Ich brauche etwas mehr Feuchtigkeit. Und das ist genau das Richtige. Das fühlt sich toll an. So erfrischend. Aber warum juckt es so sehr? Verstehe ich nicht. Warte mal. Für Hunde? Sorry. Warum benutzt du nicht einfach das? Es enthält Seetang-Extrakt. Danke. Ich hoffe, es funktioniert. Man muss Seetang einfach lieben. Ich werde meine Augen für eine Minute ausruhen. Das ist der Hammer. Siehst du das, Rachel? Alles nur für dich. Wow, ich fühle mich so einzigartig. Natürlich nicht mit meiner Maske. Jetzt habe ich reine Haut. Das ist echt cool. Gefällt mir. Das freut mich. Was ist hier los? Halt dich von mir fern. Habe ich Mundgeruch? Wo kommt das denn her? Mein Fehler. Ich schätze, es ist an der Zeit, sich um diese Zähne zu kümmern, oder? Die sind ziemlich schlecht. Oh, findest du? Hier. Und dank mir bitte später. Wow, danke. Ich fange besser an zu kauen. Oh ja, ich brauche alle davon. Wow, das schmeckt nach Minze. Mein Kiefer wird allerdings etwas müde. Ob meine Zähne schon weiß sind? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mal sehen. Das ist wirklich riesig geworden. Wow, schau dir das an. Fertig. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.
Was soll das mit den Haaren? Ich kann dir dabei helfen. Wirklich? Hey, ist das für mich? Ich kann es nicht glauben. Ein elektrischer Trimmer? Das ist genau, was ich brauche. Das war's, Monobraue. Kommen wir nun zum Schnurrbart. Vorsicht! Glatt wie ein Babypopo. Ah, perfekt. Naja, fast perfekt. Da wachsen ganze Pferdeschwänze. Nicht heute. Wie viele Haare hast du denn bitte? Wow, schau dir dieses haarlose Wunder an. Was sagst du jetzt, Rachel? Du hast da ein bisschen, du weißt schon, Das ist nicht meins. Nimm das. Oh, so schwer. Was ist da drin? Ich kann meinen Augen nicht trauen. So viele schöne Farben. Und schau dir das ganze Glitzer an. Wow. Heute ist mein Glückstag. Okay, legen wir los. Du kriegst mich nie. Das war's dann wohl. Moment mal, was ist das für eine Musik? Netter Groove. Warte mal kurz, wir fahren aufs Revier. Na los. Gefällt es dir? Warte, ich kann dein Gesicht nicht sehen. Ah, ich brauche meine Brille. Ah. Ich schätze schon, aber eine Sache gibt's da noch. Komm her. Diese Dinger sind grässlich. Die sehen viel besser aus. Schau sie dir an, Timmy. Wow, ich kann sehen. Und es gefällt mir. Yay! Und nun brauchst du nur noch eine Flosse. Nimm das hier. Was? Vertrau mir. Okay, danke, schätze ich. Was ist das? Es ist, als würde es nie enden. So. Meine ganz eigene Flosse. Ich kann es nicht glauben. Und sie passt. Aber was ist mit dem Oberteil? Das muss weg. Viel besser. Hey, gib mir das Ding. Wow, ich bin verliebt. Ich komme zu dir, Rachel. Und dieses Mal lassen sie mich rein. Weil ich jetzt eine Meerjungfrau bin. Muah. Sie ist Hallo erstaunlich. Zusammen. Wow, du bist wunderschön. Das beste Konzert aller Zeiten. Habe ich was verpasst? Ich bin hier, Rachel. La, 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 la. Wer ist das denn? Hey, du. Ich bin so froh, dich endlich kennenzulernen. Ja. Das ist Rachels große Liebe. Nicht, wenn ich da bin. Was ist mit mir passiert? Ich muss hier weg. Rachel? Nun, das ist irgendwie peinlich. Naja. Wow! Wo bin ich? Oh, was haben wir denn da? Eine Beauty-Tour? Mal sehen, was das hier so macht. Vielleicht Ohrpopel beseitigen? Pickellösung? Aha. Dafür ist das also. Aha. Oh Gott, wo kommt denn dieser Vulkan her? Den muss ich ausdrücken. Oh, eklig. Komm schon. Oh, wunderbar. Moment mal, was ist das denn für eine Muschel? Ein kleiner Fisch steckt in einem riesigen Pickel fest. Oh, halte durch, kleiner Fisch, ich rette dich. Hey, endlich. Wie unhöflich. Obwohl, ich bin ja Karnistin, deswegen esse ich Tiere. Oh, die Pickel sind immer noch da. Oh, kein Wunder. Was war das? Was hast du für mich, schöne Muschel? Oh, wow. Probieren wir sie bei Pickeln aus. Die Farbe dieser Sticker passt zum Meeresthema. Wir werden bald herausfinden, ob das wirklich funktioniert. Oder nicht? Fühlt sich irgendwie komisch an. Oh, es kribbelt total. Ich sehe immer noch hässlich aus. Meine Haut ist so trocken, vielleicht sollte ich keine Tiere mehr essen. Oh, ich weiß. Truhe, verblüff mich noch einmal. Was hast du denn da? Ein Beauty-Gadget. Autsch. Großartig. Mit karibischem Meerespeeling wird es noch viel besser.
Ich gebe das auf das Gadget. Seht euch das an, das ist eine herrliche Farbe. Wow, aber ich brauche noch etwas Schaum dafür. Oh, aha. Ja, das sollte genügen. Ich trage einfach ein paar Tropfen auf. Und nun mach dich bereit für... wer ist das? Oh, ich bin's. Ja, dich brauche ich nicht mehr. Nun sanft auf der Haut reiben. Oh, ich spüre schon, wie es Schmutz von meiner Haut abspielt. Oh, es ist fertig. Oh, so sauber. Aber es fühlt sich straff an. Das spannt total und ist auch fleckig. Warum müssen Mädchen das durchmachen? Au, au. Oh. Holen wir uns Verstärkung, hm? Ich komme, Fräulein. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Oh, Kleiner, darf ich deinen Schleim benutzen, um meine Haut zu pflegen? Okidoki, leg dich hin und ich kümmere mich um den Rest. Es ist ein bisschen schleimig, aber es wirkt Wunder für die Haut. 30 Minuten später. Fertig. Oh, danke für deine harte Arbeit, Kleiner. Sehr gerne, meine Dame. Bye, bye. Mm, cool. Oh, natürlich. Sie werden meine Haut geschmeidiger machen. Ganz richtig. Machen wir es so. Oh, so entspannend. Mehr Hände, bitte. Ja, probiert dieses Gesichtsspa aus, Leute. Oh, weich wie ein Babypopo. Oh je, ich habe Panda-Augen. Oh, ich sehe aus wie eine alte Frau. Was ist los, Truhe? Okay, okay, ich mache es schon auf. Ich bin mir da nicht sicher, aber probieren wir es aus. Oh, nichts passiert. Vielleicht... endlich, es ist offen. Okay. Das muss hier hin, glaube ich. Ganz genau, noch eins auf das andere Auge. Und das vier vielleicht hier. Super, ich habe Lust auf Lesen, während ich warte. Ah, interessant. Ein kleiner Schnitt für dich. Selfie! Oh, aha. Ups, es ist an der Zeit, es abzunehmen. Ich bin so gespannt auf das Ergebnis. Tada! Oh, ideal. Oh, was ist das denn? Oh Gott, ich sehe aus wie der Teufel. Die Truhe. Das ist, was ich brauche. Okay, los geht's. Heiliger Bimbam. Warum bin ich denn so haarig? Und da ist ja noch mehr. Hilf mir bitte, Triton. Oh mein Gott, wann ist das vorbei? Endlich frei von Teufelshaaren. Oh, Timmy, mein Märchenprinz. Wir werden bald zusammen sein, mein Schatz. Meine Liebe zu dir ist so tief wie der Ozean. Oh, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich brauche ein tolles Make-up, um ihn zu verzaubern. Sehr gut, dass Mami ein paar Dinge über Tarnung beigebracht hat. Um vor schlechten Menschen zu fliehen. Ganz einfach. Weiche Farben gleichen den Meeresbewohnern. Sanft auf die Haut auftupfen. Ganz genau so. Wunderbar. Oh, so schön. Der Schuppenlook ist so schön. Oh, ich habe eine Idee. Wir brauchen etwas anderes. Eine andere Textur und ein anderes Muster für verschiedene Farben. Hier ist blau und rosa. Für alle meine Korallenfreunde. Wow, gefällt mir sehr gut. Hm? Hey, pass auf. Möchtest du vielleicht etwas trinken? Wer spricht da? Ach, du. Klar, ich nehme einen Drink. Bediene dich. Danke. Oh. Moment mal. Das ist ein toller Hack, finde ich. Ich hoffe, meine Lippen werden dadurch so rot wie Kirschen. Oh, genau das, was ich wollte. Algen. Oh, kaum zu glauben, dass das in mir drin war. Genau das brauche ich. Das ist irgendwie total einschüchternd. Okay, vorsichtig. Wow, also das habe ich nicht kommen sehen. Eine kleine weiße Perle. Perfekt für Accessoires. Oh, kleine Perlen, kleine Blumen. Überschüttet mich mit eurer Schönheit. Manche Zaubersprüche bewirken tatsächlich Wunder. Boah, mega. Oh, warte, meine Hände. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss irgendwas tun.
Truhe. Hilfe. Toll, du weißt immer, was ich brauche. Okay, versuchen wir es zuerst mit diesem hier. Ein schönes und wohltuendes Handbad. Fertig. Sauber und frisch. Heilige Anemone, wir sind noch gar nicht fertig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Naja, wir werden sehen. Ein Handschuh? Interessant. Sieht aus wie eine kalte Kompresse für die Hände. Hier kommt die Enthüllung. Wow, das ist noch besser, als ich mir je erträumt hätte. Was ist das für eine Muschel? Irgendwelche bösen Menschen versuchen wieder, mich zu fangen? Unglaublich. Moment, es ist Zeit für einen weiteren Zauberspruch. Flauschige Watte. Boom. Aha. Wow, schönes Oberteil. Oh, ich brauche was aus der Tiefsee. Yeah. Natürlich muss ich auch Muscheln tragen. Wow, ich bin so stolz auf mich. Oh, bitte. Was in Tritons Namen ist das denn? Das ist ja furchtbar. Ich hoffe, dieses Ding hier kann das wieder richten. Oh, ein Staubwedel zur Rettung. Oh yeah. Ein Wisch und sie sind alle weg. Sehr beeindruckend. Oh, Glitzer. Was, wenn ich... Lass den Glitzer auf mich regnen. Und fast schon fertig. Oh ja, mit Glitzer kann man nichts falsch machen. Und nun der letzte Schliff. Oh. Nun bin ich endlich bereit. Danke, Truhe. Wow. Also, wo ist meine Königin? Eine Muschel. Ich glaube, ich höre was. Kommt etwas von hier? Oh, wow. Es bewegt sich. Hi. Was? Rachel? Hey, Timmy. Wow, du siehst anders aus. Ach ja? Ich suche nach einer Königin, also, was sagst du? Ja. Perfekt. Hey, nein. Savvy ist die Beste. Sie ist die einzige Meerjungfrauenkönigin in der ganzen Tiefsee.